Geht weiter mit dem nächsten Teil. Also ich bin jetzt gerade hier. Gerade habe ich das Holz reingeholt oder das ganze Erz, das ja alles abgefahren habe, verbrannt habe oder geschmolzen habe, besser gesagt. Das habe ich erstmal in die Truhe gepackt. Da sind schon einiges, sind schon einige Waren zusammengekommen. Da habe ich jetzt eine Baumfarm gebaut. Dann gehe ich erstmal wieder runter in die Tiefe. Mit erstmal den Weizen in roten umwandeln. Weil ich nämlich jetzt nochmal 6 Brote. Obwohl eigentlich brauche ich gar nicht hier runter. Ich habe ja auch oberirdisch Vorkommen. Und kann ich ja auch weiter hinten, also da hinten war ja auch ganz viel Gold, deswegen wollte ich da hinten mit dem Gold zuschlagen. Da hinten mit dem Gold vorkommen. Und 10 Meter Sprung. Sprung vom 10 Meter Brett. Und jetzt bin ich wieder unten. Schwimme zum Gold und baue das dann komplett ab. Also das ist nochmal so ein Erz. Das soll jetzt erstmal, der Beginn des Parts soll erstmal hier zum Erzabbau gehören. Ich habe hier 3 Blöcke lang so freigraben, damit ich hier drauf gehen kann. Und jetzt hier das Erz oberirdisch abbauen. Also das ganze Gold und Eisen, das ist später ja wie geschieden gedacht. Ich will ja nämlich eine sehr lange Schienenstrecke legen. Die längste Schienenstrecke im Let's Play soll entstehen, deswegen auch für vielen Gold und Eisen vorkommen. Man braucht ja auch eine ganze Menge dafür. Vielleicht könnt ihr daraus eine Pyramide bauen, später. Geht natürlich auch, eine Pyramide aus Eisen bzw. Goldblöcken. Da scheint es ein Bahnhof daneben, der aus Glas besteht. Da muss natürlich erstmal in die Wüste gehen. Und da relativ viel Sand abbauen. Das muss natürlich auch noch alles in den Ofen. Da sind dann jede Menge Eisen hier. Ganz viel Eisen. Aber richtig in ein Eisenrausch geraten hier. Also, dass ich da einfach eingestellt habe, ist der Eisenwert und der Goldwert. Also, den Kohlewert hat, glaube ich, gar nicht maximal gestellt, wie ich festgestellt habe. Dass der nicht maximal vorkommendes Gold ist. Oder kein maximal vorkommende Kohle, meine ich. Kohle ist nicht im maximalen Vorkommen. Gold. Man sieht direkt Oberfläche und direkt Gold. Einfach aus die Eisen- und Goldvorkommen habe ich auf maximal gestellt. Also 40. Der erste obere Wert oben links ist, glaube ich, die Erzvorkommen. Nein, die Erz- oder der Erzgröße. Erzgröße, Erzvorkommen und die habe ich auf 40 bzw. 50, also auf maximal gestellt. 40 pro Chunk und irgendwie was 50. Also Adergröße maximal, mit der riesige Adern haben. Und die Vorkommen am höchsten, mit da ganz viele Vorkommen drin sind. Sehr viele Vorkommen, maximale Größe und dann auch die maximale Höhe auf 255 gestellt und die minimale auf 0. Das heißt, die können überall vorkommen. Baue ich hier 4 Blöcke hoch, einen Raum frei. Jetzt bei knapp 5 Minuten Aufnahme. Ich werde die Aufnahme, also circa jetzt diesmal so 17, 18 Minuten beenden, weil dann ist es nämlich 11 Uhr. Ich wollte ja noch wissen, was für die Schule tun. Die beginnt ja bei mir Montag wieder.
Montag ist bei mir wieder Schulbeginn. Heute ist mein letzter Ferientag. Und da kommt noch das Wochenende. Und dann geht's wieder los mit der Schule. Aber wahrscheinlich werde ich erstmal kaum Probleme bekommen, dass ich das dann trotzdem aufgenommen bekomme, also dass ich trotzdem ein paar Videos hochladen kann, auch wenn ich in der Schule bin. Also in der Schule selber kann ich natürlich keine Videos drehen und hochladen. Geht natürlich nicht, aber zu Hause dann natürlich. Der Block kommt noch weg. Jetzt habe ich ja schon wieder so 64 Stecke Eisen genommen. Da ist ja auch Gold. Und die Sonne geht unter. Ja, wie soll man sich immer hier hochbauen? Hochbauen. Jetzt bin ich hier also um Holz angekommen. Hier ist der normale Wald bzw. Birkenwald. Und der Wald ist von mir der künstlich erschaffene Wald, der wächst auch. So, dann haut man. Wenn man voll gleich hat, dann kann man mit dem Brot nichts anfangen. Das erstmal noch hier. Weizen abbauen. Ich habe drei Samen erhalten von zwei abgebauten. Habe ich jetzt drei wiederbekommen. Das heißt, es wird immer mehr. Jetzt habe ich jetzt mal wieder viel zu brennen. Das mache ich da unten noch einen zweiten extra Ofen. Auf der Seite noch ein paar Öfen hin. Die Öfen da sind dazu gedacht, um da Kohle herzustellen. Und zwar werde ich dann natürlich immer aus, vielleicht aus Holzkohle selber natürlich noch mehr herstellen. Also erstmal wollte ich natürlich noch drei Stück davon. Normalen. Drei Öfen herstellen. Haben wir auf der linken Seite. Und da wird da Holzkohle hergestellt. Nehmen wir die mit. Da soll die Holzkohleproduktion immer sein. 11 Stück habe ich schon mal. Aber ich will natürlich noch ein bisschen mehr herstellen. Und brauche natürlich dafür auch wiederum eine Truhe. So, nochmal ein bisschen mehr. Weil da kommt nämlich immer das ganze Holz, was ich da etwa zwischen hier dazwischen gelagert. Und hier wird auch immer das. Hier wird auch immer das Erz und das, die Ausgabe hier zwischen gelagert. Aber ich hier wieder ein 64 Stack. Hier auch wieder ein 64 Stack. Und hier sind es nochmal 62. Das heißt, ich brauche nochmal 2. Weil dann ist nämlich wieder hier voll. Dann nehme ich dann wieder 3 64 Stack Eisenerz. Muss ich natürlich erstmal ein bisschen mehr Holz holen noch. Wie viel Holz habe ich denn hier überhaupt? 10 habe ich hier. Oh, es ist Nacht geworden. Dann muss ich schlafen. Nachts will ich lieber nicht draußen sein. Wegen Monstern. Wegen Creepern oder Zombies oder Skeletten will ich dann nicht draußen sein. Hier habe ich 31 immerhin schon. Natürlich so viel Bier und Holz abbauen, dass ich auf 64 komme. Mit der Axt baue ich mal alles ab hier. Jetzt habe ich 31, 20, 51. Fehlen mir noch 13. 13, das heißt,
müsste ich einen 7er und einen 6er Baum abbauen. Das ist wieder der 7er Baum. Dann kommt noch gleich der 6er Baum da hinten. Kann ich hier wieder zu packen, jetzt habe ich 64 Stack voll. Nehmen wir mal hier die Setzen ja wieder mit. Packen wir erstmal rein. Aber durch den 64 Stack, den ich habe, kann ich erstmal wieder 64 Holzkohle herstellen. Und zwar, hier wird immer die Holzkohle hergestellt. Hier wird die Holzkohle hergestellt und hier wird die verbrannt. Mit dem ganzen Erz hier. Und 57 Golderz kommt hier auch rein. Da liegen auch schon einige Eisen- und Goldbarren-Stacks drinne. Ein Steinschwert habe ich nicht dann hier. Da ist nichts fertig. Liegen schon wieder hier Setzlinge rum. Erstmal hier. 1, 2, 3, 4, da müssen wir wieder 3 hin. Damit ich eigentlich immer 7 Bäume habe. Der Eichenwald ist ja auch schon ziemlich dicht geworden. Hier liegen auch so viele Tannensetzlinge, da kann ich eigentlich auch das Tannenholz reinpacken. Weil ich habe ja sowieso viel Holz, im Moment 61 auf der Eiche. Was mache ich denn jetzt nun? Ach, da kommt der Hund schon. Warte mal, bis hier auf 8 angestiegen ist. Zeigt das nämlich 8. Dann nehme ich hier ein Stack abbauen lassen. Und jetzt hier nochmal Eisen abbauen. Eisen abbauen. Wiederholt Eisenabbau. Wieder jede Menge Eisen. Und es ist dunkler. Fackel neu setzen. Kein Eisenerz setzen. Nicht Fackel an Eisenerz dran. Hier ist eine Spitzhacke. Einfach noch ein bisschen mehr. Ich kann natürlich das Eisenerz wieder rum rein. 54. Werde ich nochmal 10 abbauen, weil dann habe ich nämlich hier ein 64 Stack voll. Dann habe ich hier 10 voll. Jetzt habe ich 10. Jetzt natürlich ein bisschen andere Arbeit als normal. Beim normalen Minecraft. Weil da hat man nämlich nicht so viel Eisen und Gold zur Verfügung. Dafür habe ich Diamanten auch ein klein wenig höher gestellt. Ich habe hier auch schon wieder über 40 Diamanten. Dann sind die nicht so hoch, nicht so drastisch hochgestellt wie beim maximal Diamanten-Netplay. Aber hier könnte ich bald einen Portalraum bauen. Ich wollte ja noch das Haus erweitern. Dann muss ich das hier um 2 Blöcke mindestens erweitern. Das muss so weit erweitert werden, dass es da an einem Ackerfeld grenzt. Das ist die Eisenachse kaputt. Müssen wir eine neue holen. Ja, jetzt kann ich mir sowieso noch eine herstellen. Natürlich jetzt mal die richtigen Stöcke herstellen.
Dafür will ich diese Diamanten erstmal nicht verschwenden. Auf Spitzhacken kann ich natürlich Diamanten verbrauchen. Ich muss jetzt mal hier wirklich schnell das zu Ende bekommen hier. Diese Hauserweiterung um zwei Blöcke ist jetzt mal notwendig, um hier eine Schienenstrecke wirklich schnell nach unten zur Mine zu bauen. Deswegen muss das hier um zwei Blöcke erweitert werden. An dem Tag werde ich das noch schaffen. Ich brauche natürlich noch eine neue Schaufel. Also Eisenbahn habe ich natürlich genug. Dann kann ich hier auf Eisen umsteigen. Hier muss jetzt wieder Fichtenholz rein. Und jetzt baue ich ihn nochmal ab. Das ist ja eigentlich schon das Notwendige, was ich hier mache, um hier eine drei Blöcke breite Schienenstrecke hinzulegen. Muss ich hier um zwei Blöcke erweitern, das ging jetzt gerade noch, sonst hätte ich nämlich das ganze Ackerfeld erweitern müssen. Oder das ganze Ackerfeld verlegen müssen. Dass hier die Innenbahn. Hier ist ja auch dieser eine Lavasee. Da ist der Lavasee. Aber ich bin jetzt wieder bei 17 Minuten und jetzt. Was muss ich denn hier noch machen? Natürlich kein Holz, weil Holz verbrennt an der Lava. Erstmal die Lava ein bisschen sicherer zu bauen hier. So, mit der Schiene kommt eigentlich so nicht durch. Hier noch ein bisschen umgestalten hier. Und dann muss dies hier ein Block tiefer gesenkt werden. Hier direkt mal ein Block tiefer. Ich muss hier einen Start- und Zielpunkt haben. Hier muss das alles nämlich einen Block höher gemacht werden. Ich muss nämlich hier alles um einen Block erhöhen. Das hat den Grund, dass die Schiene sonst hier ein bisschen komisch verlaufen würde. Nein, das brauche ich gar nicht. Ich kann ja auch nur einer Richtung, nur einer Schiene arbeiten. Dann brauche ich hier nämlich keine Erhöhung machen. Ich mir gerade an, dass ich dann sonst brauche ich ja keine Erhöhung machen. Dann ist diese Erhöhung nicht notwendig. Und da soll eben die Schiene hier in der Mitte laufen. Jetzt baue ich dann so weiter. Werde ich den nächsten Tag weitermachen und irgendwann werde ich ja auch hier an der Lava auch ein bisschen eine Glasfront bauen. Auf der Lava-Lava-See werde ich dann eine Lavafront sozusagen bauen.
Aber man müsste jetzt eigentlich schon am Ansatz erkennen, dass ich jetzt hier das hier auf drei Blöcke erweitern will. Ich gehe mal jetzt kurz hoch und dann guckt man es auch kurz an. Sieht dann von hier auch so aus. Die Schiene wird hier laufen. Hier wird die dann abdrehen. Nach unten. Also hier musste ich ja wegen dem Lavasee zur Seite ausweichen. Das wäre natürlich relativ schwer für mich, so einen Lavasee zu überwinden. Deswegen habe ich das so gemacht. Der Ofen ist schon relativ weit. Wir können auch das Ganze schon mal brennen. Das ist auch schon bald fertig. Und hier ist Eisen und Eisen. Ich hoffe mal, dass der Part euch gefallen hat. Zeigt mir mit Liken, kommentieren, gerne auch ein Teilen oder auch favorisieren. Und natürlich, was ich vor allem erwünsche, natürlich abonnieren, damit meine zukünftigen Videos auch mehr aufkriegen. Bis dann und ciao.